ist der König. Der Junge und das Viech. Huh. Ah ja, okay. Das Sternzeichen. Was ist das, der Mond? Ich verstehe allerdings. Moment. Das ist schon richtig. Moment. Der muss. So, damit ich hier und dann da hoch. Da scheint es viel nicht zu kommen. Soll mir ganz recht sein. Dieses Unwetter. Ist da noch mehr? Nein. Ah, ich sehe nichts mit diesem schwarzen Gekrissel vorne dran. Ah, okay, ich habe es nicht richtig dran geschoben gehabt. Verdammt, wo kann ich mich denn hier verstecken? Ach, das ist doch unfair. Naja, wenigstens lande ich wieder hier. Die Checkpoints sind ganz fair, muss ich sagen. Unter denen kann ich mich verstecken. Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, das war jetzt. War das jetzt richtig? Ist das gemacht, was ich machen soll? Ich weiß es nicht. Es tut sich noch nicht so viel irgendwie. Ah, ich muss da oben hoch. Okay.
Spiel, ich sehe doch nichts. Da rum, aber wo muss ich hin? Also es ist noch nicht alles aufgeklappt. Das sehe ich durchaus. Ich mal kurz gucken. Denn hier irgendwas? Moment, da wo ich hätte hinkommen sollen, war da nicht ein grünes? Also, das noch gar nicht aktiviert war. Ja. Nix. Ausziehen. Der sich jetzt von der Gegend hier fern. Das fände ich nämlich ganz cool. Das da finde ich aber gerade nicht ganz cool, was da unten steht. Nicht, weil ich jetzt eigentlich nach dem Secret gucken will. Dass ich nicht weiß, was die jetzt tun. Ich habe nicht irgendwie die Befürchtung, dass die der Grund dafür sind, dass hier so viele Sandstatuen stehen. Ich wollte gerade sagen, das ist auch nicht richtig, aber war ich einfach, habe ich einfach falsch geguckt. Nein, oh, Junge. Noch mehr Collectibles? Oh Gott. Oder sind die in jedem Gebiet verschieden? Also zumindest die, also jetzt in diesem Waldgebiet, die ganzen, aber so viele Sachen habe ich da gar nicht gesehen. Ich kann gar nicht wissen, was die hier machen. Ich finde sie unheimlich. Deswegen sollen sie mal schön von mir wegbleiben. Alter, was kletterst du da einfach rauf? Ich glaube, ich war da schon. Oder? Oh, ja, da. Doch, ich meine da, oder? Doch, da war ich schon. Ich erinnere mich.
Hier schon drin? Ah ja, von da kam ich. Ich erinnere mich. Die Frage ist nur, zu welchem Jetzt gehen wir jetzt zu dem blauen oder zum weißen? Wo ist er denn? Sehr schön. Ja. Wie lasse ich den denn nach hinten gucken? Dass er abspringt. Oder erstmal hoch. Ah, so, okay. Die sind nicht auch hier. Ja, von hier aus komme ich da nicht ran. Vielleicht ist das der Grund, weshalb ich die Feuer stärker glühen lassen kann. Die halten sich ja aus dem Licht ziemlich fern. Jetzt hier ständig das Geflüster. Na, Prost Mahlzeit. Ja gut, oder so. Wo bin ich denn jetzt? Das Wasser. Woanders komme ich? Nee, ich muss da runter. Woanders komme ich nirgends wohin. Hier, die sind auch noch unter Wasser. Dann drehe ich aber am Rad. Das ist ja unser Freund wieder. Ich muss dahin. Durchs Wasser. Tauchen? Oh Gott. Das ist eine richtige. Hier ist richtig Atlantis. Der Eingang da unten.
ich werde ertrinken. Er kann ziemlich lange die Luft anhalten. Nee. Da komme ich nicht lange. Das Luftblasen. Das wäre ja geckig. Ah, so wie bei Sonic. Die kommen auch noch eine Weile wieder. Das ist sehr gut. Gut zu wissen. Ich habe den Eindruck, ich finde meinen Weg irgendwie nicht. Kreis. Ist noch irgendein Grund, weshalb hier draußen so viele sind? Irgendwas, was ich finden muss. Bin ich denn hier? Nicht jetzt hier im... Aha, da ist der Schlüssel. Dem ich allerdings nicht weiß, wofür ich ihn brauche. Ich habe das Schlüsselloch zumindest nicht gesehen.
Na komm. Gut, aber bevor wir uns da auf die Suche machen, würde ich vorschlagen, mache ich jetzt erstmal Feierabend. Ich brauche nämlich ein bisschen was zu essen und ein bisschen was zu trinken und müsste mal auf die Toilette. Und bisher ist es mal ganz interessant. Es ist halt wieder ein sehr... storyarmes Spiel im Sinne von, wir finden irgendwelche Sachen, die uns was erklären über die Welt oder so. Irgendwas ist da. Also irgendwas storytechnisch muss da ja sein, sonst würden wir nicht ständig diese dunkle Gestalt sehen. Aber vielleicht klärt sich das ja so ein bisschen am Ende auf. Ich weiß nicht, scheinbar ist irgendwas mit dem König und mit einem Jungen. Vielleicht Vater und Sohn, ich weiß es nicht. Vielleicht hat es ja was damit zu tun. Das werden wir aber vielleicht erst in der nächsten Aufnahmesession sehen. Oder bei der übernächsten. Und deshalb würde ich sagen... Nochmal, ich mache jetzt Feierabend und wir hören uns dann bei der nächsten Aufnahmesession wieder oder bei meinen anderen Projekten. Bis dann!